Müllverbrennungsanlage. Hallo, liebe Deutschlernende, dies sind die 5 schönsten Orte in Wien. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Jetzt mach sofort das Video aus. Mach ich. Der Schnelltipp. Um die deutsche Grammatik zu erwerben, nicht zu lernen, zu erwerben, ist es notwendig, dass du verständliche Inhalte konsumierst. Wie zum Beispiel dieses Video. Das Ziel sollte es sein, dass das Niveau ein bisschen über dem liegt, was du verständlich finden würdest. Ja? Das heißt, du solltest ungefähr 70% verstehen und dann erwirbst du den Rest durch den Zusammenhang. Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und 2012, 2013 war ich in Wien und es gibt dort echt wunderschöne Orte. Es ist eine wunderschöne Stadt. Und ein typischer Ort in Wien ist der Heuriger. Ja? In einem Heuriger wird Wein und Sturm ausgeschenkt. Ich habe dazu ein Video gemacht. Hier ist ein Link. Denn in diesem Video erkläre ich, was ein Heuriger ist. Und auch, was die schönsten Leckereien in Wien sind. Dann gibt es die Cafés in Wien. Wien ist berühmt für seine Cafés. Es ist dort immer sehr ruhig und entspannt. Und die Kellnerinnen und die Kellner sind dort immer sehr freundlich. Und man kann dort lange verweilen, ja, man kann dort lange sitzen und aus dem Fenster schauen, ja, man kann sehr viel nachdenken und dabei einen Kaffee schlürfen, ja, einen Kaffee trinken, vielleicht auch mit Schlagobers, mit Schlagsahne, das ist eine sehr typische Erfahrung. Die Wiener Cafés. Dann gibt es den Prater. Ja, der Prater ist ein Vergnügungspark und ich finde ihn sehr schön. Ich habe dort auch ein paar Attraktionen erlebt. Ich habe dort ein paar Attraktionen benutzt und da gibt es auch ein paar Videos, die ich euch nicht vorenthalten möchte, wie ich den Prater besuche. Marco auf Praterturm. Marco on the Volare. Ja, und der Prater hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein sehr schöner Ort und ich habe sehr viel Adrenalin bekommen bei manchen Attraktionen und das war sehr schön, diese Attraktionen zu besuchen. Dann hat Wien auch viele, viele Museen. Als ich in Wien war, da habe ich ganz viele Museen besucht, weil nämlich an einem Tag der Tag der Museen war. Ja, und alle Museen hatten kostenlos geöffnet oder die meisten Museen hatten kostenlos geöffnet. Einer der bekanntesten und größten Museen ist das Kunsthistorische Museum. Das war sehr toll. Aber es gibt auch sehr viele kleine Museen. Ja? Und eines davon ist das Esperanto-Museum.
Ich fand das Esperanto-Museum sehr faszinierend, weil dort nicht nur Esperanto vorgestellt wurde, sondern auch alle möglichen anderen erfundenen Sprachen. Ja? Zum Beispiel Klingonisch oder die Sprache der Navi von Avatar. Über solche Sprachen kann man sich im Esperanto-Museum informieren. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich ein Pac-Man-Spiel gespielt habe, um Esperanto zu lernen. Ja, mir wurde eine Regel erklärt und dann musste ich den Pac-Man so steuern, dass er die richtige Endung frisst. Ja, das hat Spaß gemacht. Und ein weiteres kleines Museum ist das Römermuseum. Es war auch ganz interessant, über die Römer zu lernen und auch alte Römer-Ruinen zu besichtigen. Die vorletzte Sehenswürdigkeit, über die ich mit euch reden möchte, ist das Haus des Meeres. Das Haus des Meeres ist ein Zoo und, wie der Name schon sagt, sind dort mehrere Aquarien. Man kann dort Fische beobachten. Der hat mich mit dem Mund erwischt. Aber es gibt auch Affen dort und man kann die Affen sogar selber füttern. Ja? Man konnte direkt in das Gehege reingehen. Ja? Es sah dort aus wie ein tropischer Wald und ich stand nur ein paar Meter von einem Affen entfernt. Zum Glück war er sehr zahm. Dreh dich mal um. Aber langsam. Das fand ich war einer der besten Zoobesuche, die ich jemals hatte. Also das Haus der Meere kann ich nur empfehlen. Das war ein sehr schöner Ort. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Und die letzte Sehenswürdigkeit, die ich euch vorstellen möchte, ist das Hundertwasserhaus und die Müllverbrennungsanlage. Was finde ich so toll an einer Müllverbrennungsanlage? Nun, die Müllverbrennungsanlage wurde von einem berühmten Architekten gebaut. Dieser Architekt heißt Friedensreich Hundertwasser. Ja, und der Friedensreich Hundertwasser hat ein Haus gebaut in Wien mit dem Namen Hundertwasserhaus und eine Müllverbrennungsanlage. Hundertwasser hatte einen ganz eigenen Stil und das sieht man sehr gut an der Müllverbrennungsanlage, die gar nicht so aussieht wie eine Müllverbrennungsanlage, weil sie so schön dekoriert ist und so schön verziert. Möchtest du auch mal versuchen, dieses Wort auszusprechen? Es ist ein sehr langes Wort. Ich wiederhole es noch einmal. Müllverbrennungsanlage. Ja, das ist eine Anlage, um Müll zu verbrennen. Eine Müllverbrennungsanlage. Und dies waren die schönsten Orte Wiens, zumindest meiner Meinung nach. Und das waren die Orte, an die ich mich am meisten erinnerte, als ich zurückdachte, wie es damals war in Wien vor so vielen Jahren. Ja, jetzt schon fast 4, 5 Jahre her, dass ich in Wien war. Und dies sind die Sehenswürdigkeiten und die Orte, an die ich mich am meisten erinnere.
Ich hoffe, das war auch interessant für dich und ich hoffe, du hast ein neues Wort gelernt, Müllverbrennungsanlage, und wie immer, wir sehen uns morgen. Tschüss!